Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojaks Spiel Dark Souls und, tja, wie sollen wir es verklickern? Es ist uns eine kleine Ungereimtheit passiert bei der Aufnahme der letzten 5 Folgen. Und wie ihr schon sehen könnt, befinden wir uns gerade nicht in Anor Londo, sondern, wenn du dich mal ein bisschen umguckst, irgendwo unter der Erde. Und ein geschicktes Auge sieht jetzt schon, das ist die Painted World of Arayama, das ist ein komplett neues Gebiet. Und, aber natürlich können wir euch jetzt nicht einfach unterschlagen, was denn so passiert ist in der Zwischenzeit. Und deswegen folgt hier unser kleines Recap der letzten 5 Folgen, die ihr leider niemals gesehen habt. Viel Spaß. Zurück zum Firelink-Shrine. Oh, ein Schlüssel. Ins Rabennest gelegt. Zurück ins Asylum. Ranton starb beim Stray Demon. Haro gestorben beim Stray Demon. Peculiar Doll aufgehoben. Haro kämpft gegen den Stray Demon. Und starb. Mit Snuggly Items getauscht. Zurück nach Anor Londo. Durchs Gemälde. Eine mega geile Zeit in Ariames gehabt. Und neue Freunde gefunden. Okay. Das tut uns so leid. Ja, wirklich, ohne Scheiß, ey. Aber mein Gott, das war auch wirklich scheiße, weil die Tondatei an sich ja irgendwie immer so Unterbrechungen hatte im 5-Sekunden-Rhythmus. Also sowas hatte ich auch irgendwie noch nie gesehen. Aber ja, die Technik macht es möglich, dass solche Fehler entstehen. Ich hab's verbockt. Jetzt wisst ihr, ja, wir haben's beide verbockt. Irgendwo, irgendwie, irgendwas. Nee, das war ich schon. Also. Okay, alles ist deine Schuld. Ja. Beschwerden bitte an Ranton. Ja. Okay, und jetzt sind wir hier bei den tollen Freunden von also uns. Oh, Haro, da kommt ihr auf dich zu, ne? Nein, bei haro@googlemail.de. Genau. Oh, die Adresse müsste ich mir eigentlich mal machen. Wow. Sogar 2. Ja. Wow. Und sogar 3. Die 3. Es waren noch keine 3. Ja. Doch, 3. Das sind 3. Uiuiuiui. Oh, fuck it, ey. Okay, dann. Okay. Das ist da wirklich 3. Oh. Also diese Folge geht auch schon mal richtig geil ab. Von daher habt ihr nicht so viel verpasst. Ach ja, ich übernehme mal wieder. Mal gucken, ob ich mich diesmal besser schlage. Aber wir hatten bei den unveröffentlichten Episoden hatten wir auch schon Probleme mit den Kollegen gehabt. Ich bilde mir ja ein, weil es so ein bisschen an Dark Souls 3 liegt. Weil wir beide spielen es ja im Moment gerade. Und davon hat man dann ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen eine andere Steuerung Intus, beziehungsweise ein bisschen anderes Timing Intus. Und dementsprechend vielleicht auch hier und da passieren ein paar mehr Fehler, als es eigentlich passieren sollte. Ich nehme mal die Claymore. Ich will mal ausprobieren, ob das vielleicht besser funktioniert. Weiß nicht, wahrscheinlich einfach nur da liegt es daran, dass wir im Moment noch... Ich habe heute noch nicht gespielt und wenn man dann so frisch dran ist, dann sind die meisten Gegner immer Endbosse. Ja, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, wir müssen halt auch gucken, das war jetzt eine relativ spontan, dass wir uns jetzt hier getroffen haben, um die nächsten 5 Folgen aufzunehmen. Also gefühlt vor irgendwie gestern oder so hatten wir die verlorenen 5 Folgen aufgenommen, die jetzt für immer verloren sind. Und dementsprechend sind wir jetzt natürlich auch geistig komplett mit der Situation überfordert. Okay, weil das kann nämlich auch, das passiert nämlich auch ganz gerne, wenn du mit der Claymore zuhaust, die ist ein bisschen schwieriger, beziehungsweise doch schwerer war schon der richtige Ausdruck dafür. Und dementsprechend können die Gegner so ein bisschen zurückgeschreckt werden und dann drehen die nicht komplett durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, da kommt schon Nummer 2. Ja, komm schon. Wow. Da siehst du. Und jetzt brauchen wir nur 2 Schläge und ich glaube, das ist hier die bessere Möglichkeit, diese schnell wie möglich hier fertig zu machen. Okay. Kommt jetzt schon Nummer 3 oder was passiert hier? Erstmal die Seelen 8000, das ist natürlich schon wieder ein bisschen was, ne? Jo, da haben wir aber wieder... Da haben wir ein bisschen was, waren wir zumindest nicht untätig. Ja. Fick dich. Oh, komm schon. Fahr doch nicht weg. Von meiner... Mit Angst. Von meiner Metallliebe in Form einer Claymore. Ja, was wir den Zuschauern noch zeigen wollen, wir haben es geschafft, den Schild von dem, die Topmia-Schilde. Ach so, stimmt. Ja, das war tatsächlich ein Drop, quasi, also das Rad, in dem diese Skelettviecher gefangen sind. Das können wir gleich mal gern zeigen. Das haben wir von denen bekommen tatsächlich und das ist eigentlich sehr cool, weil es auch so ein Rare-Drop ist, was man nicht unbedingt bekommen muss in dem Spiel. Von daher können wir das gleich hier mal zeigen. Aber ich will hier gerade erstmal
die Kollegen hier fertig machen. Das erklärt auch, warum ich mit meinem anderen Account, weil ich habe erzählt in den Folgen, die ihr nicht gesehen habt, habe ich erzählt, dass ich in Vorbereitung zu Dark Souls 3 habe ich nochmal einen anderen Account angefangen quasi. Also einen anderen Charakter. Und mit denen hatte ich an dieser Stelle weniger Probleme. Und das liegt nämlich daran, dass ich da nämlich hauptsächlich die Claymore tatsächlich verwende. Weil das ist so ein bisschen der typische Stärke-Charakter eigentlich. Fick dich! Oh. Und die Claymore kann man hier auf jeden Fall echt empfehlen. Jetzt muss ich kurz warten, bis der Kollege wieder zurückkommt. Ja! Yeah! Aber die sind auch gleichzeitig komplett gruselig und gefährlich, weil sie einen irgendwie so in einem Streich töten können. Aber auch gleichzeitig so unglaublich albern, weil sie einfach Skelette sind, die auf ewig in diesem Rad gefangen sind. Ich frage mich, also mit Purzelbäumen kommt man nicht auf diese Geschwindigkeit. Naja. Das ist interessant, wie schnell sie da rumdrehen sind. Genau. Apropos rumdrehen. Wir müssen hier nämlich jetzt diese Statue von unten aus rumdrehen, damit wir zum Endboss kommen. Ah, okay. Und die dreht sich nämlich jetzt in Richtung dieser Tür. Plötzlich geht's auf. Und zapp, zapp, plötzlich geht's auf. Und ab jetzt liegt uns quasi der Weg offen, das Gebiet zu verlassen. Denn, wie dir vielleicht aufgefallen ist, können wir hier gar nicht mehr so zurückgehen, wie wir es in den verlorenen Folgen Richtung Firelink Shrine gemacht haben, weil wir hier gefangen sind. Ja, hier gibt's so einen Haufen versteckter Wände, da rechts übrigens auch. Das erkennt man aber relativ gut eigentlich. Und hier hat man nochmal einen von diesen Skelettviechern, die jetzt noch gefährlicher sind, weil weil sie jetzt direkt vor einem stehen, beziehungsweise man hier gar nicht mehr großartig ausweichen kann. Und einmal noch, zack. Und auch so ein bisschen blockiert wird durch die Wände beim Schlagen. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Claymore. Ja. Das auf jeden Fall. Ach ja. Okay, wie gesagt, hier rechts war noch auf jeden Fall eine. Ich glaube, dahinter ist auch noch so ein Radvieh, ein Radskelett. Ja. Na, doch nicht. Doch, da vorne. Ach, komm schon. Nein! Nein. Nicht mit mir. Nicht heute. Nicht, wo die Aufnahme tatsächlich mal stattfindet. Immer noch nicht besiegt. Fick dich. Doch nicht. Ach, komm schon. Los. Jetzt aber. Das ist schlimmer wie Endbosse. Ja, das ist... Ach, da haben wir sogar nochmal das Schild bekommen. Auch gut. Auch nicht schlecht. Also ich habe Playthroughs, wo ich es nicht mehr wusste, dass es die Möglichkeit gibt, dieses Schild zu bekommen. Und, ein Key. Ein Schlüssel für ein Gebiet gegenüber quasi. Da kommen wir auch gleich auf jeden Fall noch hin, weil da liegt auch noch ein bisschen Stuff rum, der gar nicht mehr so unwichtig ist. Also hier in der Painted World oder? In der Painted World, genau. Okay. Also die Painted World, das haben wir auch erklärt in den verlorenen Folgen. Ja. Theorien zufolge. Ist das der verlorene DLC zu Demon's Souls tatsächlich, weil Demon's Souls sollte immer mal einen DLC bekommen haben, was aber nicht quasi passiert ist, nie passiert ist, weil die schon an Dark Souls gearbeitet haben. Und das ist, wie man weiß, das erste Level... Ah, Moment mal. Bei den Viechern, da hatten wir eine Theorie, beziehungsweise hatten wir so eine Vorgehensweise, dass wir uns diese schwarze Kutte wieder anziehen. Auf jeden Fall ist das erste Level, was die Entwickler, also From Software, entwickelt haben für Dark Souls. Und das heißt dann, wenn man eins und eins zusammenzieht, so von wegen, okay, dann war das Level wohl noch irgendwo halb fertig quasi vorliegen. Und, ein neuer Flame Surge, das ist glaube ich so ein Flammenwerf-Zauber oder sowas. So, Flammenwerf. Also so wie Feuerspucken. Genau, so ein bisschen, glaube ich zumindest. Wir können es da auch nicht ausprobieren, weil wir, glaube ich, die Pyromantie-Flamme nicht haben. Aber über Gelegenheit können wir es mal ausprobieren. Außerdem müssen wir ja erstmal den Zauber anlegen. Genau, dann das müssen wir erstmal ein Bonfire machen. Ja. Aber wie gesagt, diese Stage ist also das früheste Level, was man zu Dark Souls gemacht hat. Und dementsprechend könnte man meinen, dass vielleicht ansatzweise da Sachen drin liegen in den verlorenen Demon's Souls DLC quasi. Nette Theorie, finde ich eigentlich. Kann man sich mal so ein paar Gedanken drüber machen, so von wegen, dass man quasi, dass wenn man sich das Spiel jetzt in einem anderen Spiel nochmal vorstellen würde, quasi, was das dann, wie das dann da wäre mit einer anderen Technik und so ein paar andere Sachen noch.
Aber nun gut. Ach, da vorne, das, die Typen hatten wir auch schon. Beziehungsweise hat die kann man, sie kann man natürlich einzeln bekämpfen, ja, aber die bringen leider nichts. Die sind aber eine Anlehnung an den ersten Endboss aus Demon's Souls auch. Also da hast du halt auch so einen Schleimfropfen gehabt, der mit einem Riesenschild vor sich, also der kleine, aus kleineren Schleimfropfen quasi besteht. Und du musst jedes Schleimfropfen quasi einzeln besiegen, bevor du an den Kern quasi rankommst. Ah, und da haben wir den Key auch benutzt. Genau, und da haben wir direkt den Schlüssel benutzt und können nämlich jetzt hier hoch. Ja. Aber hier haben wir, genau, erstmal kommt da vorne so ein Feuertypi hier wieder. Ich kann tatsächlich probieren, den mal aus der Ferne zu bekämpfen. Muss ich nicht die Rüstung schon wieder wechseln? Fick dich! Und der kommt auch glücklicherweise nicht auf die Idee, jetzt irgendwie seinen eigenen Feuerzauber zu verwenden. Aber gut, ist ja nicht unser Problem. So, hier führt noch ein kleiner Weg hier entlang. Sehr schön. Und Loot. Und da liegt nämlich noch ein bisschen Beute. Loot ist gut. Oh, genau, ein welker Rapier. Nice. Ich glaube, die welker Leute, wow. Holy shit. Das glaube ich irgendwo ein... Ja, egal. Ja. diese Welker-Leute, das sind irgendwelche Sünden-Eintreiber, also religiöse, eine religiöse Gruppierung in Dark Souls, die quasi sich dafür halt ausgesprochen hat, Sündiger zu finden und zu erledigen. So, jetzt will ich aber doch gerade nochmal, sorry, dass ich jetzt hier so oft hin und her wechseln muss, aber ich habe tatsächlich vergessen, dass da noch so von den Viechern da noch so viele herumlaufen. Deswegen lasse ich die jetzt auch erstmal ein bisschen an. Ja. Schnippidiwipp. Gut. Warte denn? Pickelkopf. Moment, dann kann ich aber auch gerade auch mal die Ringe wechseln. Dann mache ich nämlich den... Fick dich! Ey, ich war gerade im Menü. Hallo? Ja, das interessiert doch den Gegner nicht. Aber das hat was mit Respekt zu tun. Ich beleidige ihn ja auch nicht wegen seinem scheiß Pickelkopf. Zack. Das ist übrigens toxisch, was die hier versprühen. Deswegen... lohnt es sich, hier noch ein bisschen Gegengift dabei zu haben, beziehungsweise diese Kräuter, die man dafür braucht. Okay, jetzt mache ich aber da mal gerade... Was machen wir denn mal? Fire Defense... Ne, ich nehme mal den Ring of Evil Eye, weil dann wir dadurch wir ein bisschen mehr Leben quasi zurückbekommen können. Hm. Vielleicht ein bisschen toxic oder ja. Ja, das heilt uns nämlich auch komplett. Also diese so. Divine Blessings, das sind quasi, wenn wir jetzt wirklich toxic sein sollten und kurz vorm Ende stehen würden, ist das nochmal so ein der absolute Heiltrank. Und ich glaube, man findet tatsächlich nur zwei oder drei von denen im gesamten Spieldurchlauf. Also da mal so eine kleine Erinnerung. Wow! Wie selten die tatsächlich sind. Okay, dann warten wir mal gerade, bis der Kollege hier oben angekommen ist. Hoffen, dass der andere nicht durch die Fenster uns... trifft. Ja. Genau. Aua. Also. Aber bei unserem Glück passiert das trotzdem. Genau, unser Glück ist da wirklich sehr begrenzt. Ja, also ich hatte, du hast ja eben angesprochen, Dark Souls 3. Hm. Ja. Es ist Dark Souls. Auf jeden Fall, ey. Also Dark Souls 3 macht ordentlich Bock im Moment mal gerade noch. Ich hatte jetzt mehrere Tage lang nicht gespielt. Hm. Weil ich jetzt einfach noch ein bisschen anderen Shit zu tun habe. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich nach der Aufnahme heute Abend nochmal eine Runde Dark Souls spielen. Und ich freue mich echt schon drauf, weil ich habe auch echt schon... Also ich habe den ersten dieser Lords of Cinder schon quasi erledigt. Und das war auch wirklich ein ganz schön krasser Kampf. Die Abyss Watcher, glaube ich, heißen die. Oh, shit! Die Viecher sind auch ganz schön nervig. Das war einer unserer neuen Freunde. Wow. Nicht nur hauen die derbe rein, sondern die sind auch ganz schön nervig, weil die eine Attacke haben, die quasi einen von den fliegen die auf die Schultern drauf und picken dann mit ihrem viel zu langen Schnabel in die Eingeweide darum. Ja, ja, diese Attacke musste ich letztes Mal am eigenen Leib erleben. Ja, genau, die hat dich einmal getötet auf jeden Fall. Aber sie hat auch bei mir schon zu unzähligen Tonen geführt, also das war wirklich alles andere als angenehm, muss man auch mal einfach so sagen. Boah, pass auf, da kommen die ja. Zwei, drei, vier. Das waren auf jeden Fall ein paar zu viele. Ich versuche jetzt auch einfach mal, hier ein bisschen Kram wegzusnatchen. Stimmt, da haben wir nochmal die welke Ausrüstung quasi bekommen. Uah, shit! Ich wollte gerade auslachen und sagen, haha, du bist so groß. Aber war er gar nicht. Oh, shit. Wir werden hier von den Raben gejagt und getötet. Ja. Die haben auch echt viel Leben. Und
sind ja relativ schwer zu besiegen. Oder so. Okay. Und das ist nämlich auch das Schöne an dem Level, weil es halt noch nach der Demon's Souls Formel quasi gebaut wurde, muss das Level in sich geschlossen sein und halt ja, viele Rückwege haben, sodass du nie, oh shit, sodass du nie an einem Punkt bekommst, wo es halt quasi nicht mehr weitergeht oder weiß nicht, wo es in einem anderen Level weitergehen würde. Und dementsprechend ist es eigentlich ganz cool hier, dass du jetzt, fuck you. Ich versuche jetzt auch einfach nur noch zum Bonfire zu rennen. Ah, shit! Oh. Fick dich. Ich schaff das. Aber nach diesem kühlen Getränk. Kühl ist es nicht, es ist Feuer. Coca-Cola, trink Coca-Cola, sie ist super lecker. Sie hat mich gerade hier vor dem Unheil bewahrt. Puh. Okay, das war ein bisschen intensiver, als ich es eigentlich vorhatte. Ja. Aber gut, wir rasten an diesem Bonfire und dann würde ich sagen, wer rastet, jetzt, glaube ich, hier... Aber wer rastet, der rostet. Genau. Und deswegen sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir uns Richtung Endboss begegnen, Ariams. Weil ich glaube, soweit haben wir jetzt alles abgesnatcht, was so die Items angeht. Mhm. Und von daher bleibt jetzt noch eins zu tun, sondern nämlich den Boss zu bezwingen. Und dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Dark Souls! Tschüss!